Du warst beim Fußballding, du hast mitgespielt, ne? Ja. Ja. Wie war Chiago? Den habe ich leider nicht mitbekommen, wie er aufgetreten ist. Aber hast du ihn einfach so gesehen, ohne Auftritt? Ja, beim ich war in Stuttgart beim Hip-Hop Open, da war der. Ernsthaft? Ja. Und war cool? War richtig cool. Kannte er dich, weißt du das? Hä? Kannte Was hast du gefragt? Ob er dich... Ach so, ob er mich kannte? Ja, ja. Ich kann es nicht einschätzen. Ich würde sagen nein. Ich würde sagen ja. Ich würde sagen nein. Ich kann dir nur eins sagen, der sieht, und ich glaube, das kann man auch so easy peasy sagen, das ist auf jeden Fall, also er müsste nicht sein Gesicht verstecken mit der Skibrille. Oh. Ja. Würdest du sagen, es bringt eh nichts, die Skibrille zu verstecken, weil man ihn auch so gut erkennt? Nee, ich finde, die Skibrille verdeckt schon noch ein paar Sachen, weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn er jetzt trotzdem so vor dir steht, würdest du echt sagen, so, nee. Hätte 100%, ja. Echt? Ja, wenn er, also das Ding ist ja, das ist eine Sache von, wie genau schaust du jetzt einen Menschen an, und wenn du ihn nicht genau anschaust und so einfach nur so mäßig so deinen Kopf bewegst oder mal ganz kurz so wie immer so, also keine Ahnung, jetzt einen nicht so, wie sagt man dazu, musterst, ja, dann glaube ich, ja, dann kann er schon ohne Probleme rumlaufen. Oh, krass. Stegi spielt aber jetzt mit Skibrille. Mann, ich gehe vielleicht jetzt bald die Tage zu hier Edeltalk. Ja. Und da war halt auch die Frage, wie man das macht, wie man mich zensiert. Es wurde vorgeschlagen, hinter eine Schattenwand. Aber hinter einer Schattenwand Nein. ist doch überscheiße. Nein, du brauchst eine Maske. Das haben wir doch sowieso gesagt. Du brauchst doch so oder so eine Maske. Ja, aber Maske sieht so scheiße aus. Nee, du brauchst eine coole Maske. Ich habe eine Maske für dich. Warte mal. Bleib dran. Okay, ich bleib dran. Ich habe eine Maske für dich. Crow und Silo, dass sie abgenommen hat. Ready? Ich bin ready, ja. Ich bin komplett ready. Ich hab die mal zu Halloween bestellt. Ja. Und die wird, also die erinnert wirklich auch an, also wenn du die anziehst, erinnert die auch an jemanden. Oh, okay. Ey, das sind Fußstapfen, da kann ich nicht rein. Das geht nicht. Bruder, der macht mich fertig. Glaubst du nicht? Und dann kannst du doch deine Augen schwarz anmalen, dann sieht es noch cooler aus. Ja, das geht nicht. Hm. Ich glaube, weißt du, also da flattert eine Abmahnung rein, wenn du mich da jetzt nicht, du dich nicht defendest. Ja, nicht eine Abmahnung, aber halt ein Diss. Ja. Ey, kommt es cool als Deko hier oder würde man denken, okay, der ist ein spooky Guy so? Du bist, aber das wäre halt ein bisschen sympathisch, dass du so ein spooky Guy bist. So, das würde passen eigentlich. Mach mal deine. Nein, das passt nicht. Ich mache einmal meinen Mund auf und jeder denkt sich so, okay, nee, passt nicht. Naja, mach deine Prada-Schuhe doch daneben vielleicht. Sag mal so, weißt du, so für ein Statement. Ja, oh mein Gott, das ist ein neues Image. Oh mein fucking Gott, du baust hier gerade ein neues Image auf. Wirklich. Okay, und jetzt pass auf, für das Image hole ich mir sogar noch hier einen Aschenbecher und ich rauche im Stream Zigaretten. Aber nur für den Stream. Aber für Content. Nur für den Stream. Ja, fürs Bild. Ja, ja. Ja, guck mal, jetzt, wo ich häufig noch gesehen habe, ich finde das Hemd über dope. Das ist richtig geil. Dankeschön. Aber wahrscheinlich ist das, was gehatet wurde, ne, das Hemd? Nee, ich glaube, das kam besser an. Ich hatte so ein Hemd an, das war so grün. Und sag das mal, war, das Grüne noch? Also, ich finde das echt geil, Mann. Weil, nee, da wurde eher die Hose gehatet, aber es kam auch irgendwie nicht so an. Ja, ich finde, das sieht ja schon fast wieder basic aus. Also, das ist ja, ich finde das cool. Ja, die Hose hat es kaputt gemacht, ja. Aber die Hose ist eigentlich auch cool. Ja, auch gut. Ey, das Hemd habe ich mir für Las Vegas geholt. Ist, finde ich, auch gut. Ja. Also ist sehr, sehr locker geschnitten aber, oder? Also sehr... Oder ist es oversized? Ja, ja. Schon. Ein bisschen wie ein Bademantel. Ja, nee, wie so ein Malerkittel. Okay. Müll leider alle drei. Ey, dein Bader, Mann. Das ist easy, Mann. Wenn du das schreibst, dann weiß ich ganz genau dazu. Der trägt deinen Monatslohn da gerade, Digga. Digga, das stimmt nicht, Stegi. Der verdient doch noch gar kein Geld. Du trägst gerade Jahrestaschengeld. Scheiße. Digga, woher kommt das? Das sagt er, nicht ich, ne? Stegi, woher kommt das? Aber ich trage jetzt sowas nicht wie du. Ja, aber, also... Das verkörper ich ja nicht, weißt du, was ich meine? Nee, aber es hängt ja trotzdem im Hintergrund bei dir. Und steht auf deinem Tisch. Ja. Aber, okay, guckst du, wenn du bei mir im Hintergrund guckst, denkst du dir so, oha, was hat er da hängen? Null. Alles normal. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, okay. Punkt für dich. Danke. Wo ist denn deine Autoschlüssel? Ich hab einen. Du hast einen Autoschlüssel nur? Ja. Wo sind die anderen bei deinen Eltern? Ey, warte mal, Stegi, was machst du jetzt? Was willst du gerade von mir? Nein, du bist jetzt längere Zeit auf Ibiza, oder nicht? Ja. Achso, ja, nee, ich wollte nur halt fragen, jetzt vom Ding her. Einfach. Willst du ein Auto klauen von mir, oder was? Nee, musst du mal gucken, halt, Probe fahren.